Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Grounded und mit mir spielt die. Mathilde! Genau, wir machen hier gerade mega Fusch. Und zwar kam ja von euch der Tipp: Hey, macht doch mal hier die untere Foundation weg. Haben wir gemacht. Und wir konnten die Tür trotzdem nur da oben hinsetzen. Wahrscheinlich ist das die Foundation für überall Kacke. Und jetzt fangen wir an hier zu fuschen, indem wir hier halt so, ja, eine Rampe hochbauen. Dann kommt hier eine Tür hin, Rampe wieder runter. Wir bauen aber noch eine Etage drüber, oder? Mal gucken, wie das hier wird. Ey! Ja, hast du mal das Video von Eule gesehen? Der hat ja voll mega da Megabauten. Ich will auch so einen Megabau. So, ich besorge mal Clay, ne? Jo, besorg mal Clay. Nebenbei müsste ich noch was essen, trinken. Das Übliche. Oh, verdammt, ich muss auch was auf Scheibe. Ja, ist ein Survival-Spiel. Da muss man mal ab und an was trinken, essen, kacken. Ach nee, es war ein anderes Spiel mit dem Kacken. Das war aber auch cool. Nee, das war nicht cool. Ja, oh, was Scamp war denn war das? Ich nervig. Scamp. überlege gerade. Scam war das, genau. Ja, Scam, ja. Das war irgendwie. Die Idee war gut, aber irgendwie war mir das dann doch zu viel mit den ganzen Vitaminen und was er nicht alles brauchte. Und die Server waren immer halb leer. Das war auch blöd. Und als ich das gespielt habe, ging Bauen auch nicht so richtig. Ich hab's, glaube ich, zu früh gespielt. Das kann sein. So, Clay. Wasser. Ach, da war ja was, siehst du? Wasser. Ich sehe nämlich leider keine Tautropfen. Ja, die Dose, wo ich war, die war gerade leer. Ja, habe ich auch gesehen. Ah, ich habe noch einen Schluck in meinen Trinkenbehälter Nice hier. and clean. Ich habe ja keinen Trinkenbehälter mehr. Nice and clean. Nice and clean. Oh, aber essen wäre ganz gut. Bei mir ist es gerade eher das Trinken, was bei mir Hauptpriorität ist. Ja, aber wie konnte man nicht irgendwie die Uhrzeit angucken? Erst mittags wahrscheinlich. Ja, 10:23 Uhr. Ist ja fast mittags. Wie ist denn das ganze Clay hin, Mensch? Das hatten wir letztes Mal alles abgeerntet gehabt. Das muss doch schon wieder neu geladen sein. Hallo, Clay. Uhu. Was war da hinten? Ist ja was runtergefallen, habe ich. Das ist ein dreckiger Staubkorn. Dieselbe Fantasie. dumme. Ich bin so orientierungslos gerade. Ich versuche eigentlich zu unserer alten Basis hinzulaufen. Ach, ich habe mich gar nicht leer gemacht. Super Ich werde nice. auf jeden Fall ganz, ganz schnell so einen dämlichen Tautropfensammler Ja, bauen. ich habe ja gesagt, das Video von Eule war ja super. Und der hat unterwegs auch zur Mitte. Weil die Mitte läufst du meistens immer vorbei. Und da hat er auch ein, zwei Tautropfensammler gesammelt. Das heißt, Aha. wenn er da vorbeiläufst, dann kannst du mal einen Schluck trinken. Super Idee. Gott, ich renne in die komplett falsche Richtung gerade, ey. Ja, nicht schlimm. Wir wissen, dass wir nicht die hellsten Birnen sind. Oh, ich verdurste hier gerade voll. Hallo Vogel. Uhu, hab dich lieb. Ich bin friedlich, ich komme in Frieden. Ich will nur Clay. Ich sage, es ist ja kein Clay mehr existiert. Und da gab es ein Update, dass es kein Clay gibt. Oh, Ameisen. Ich habe auf Agro-Ameise. jeden Fall Weevils, habe ich schon zwei getötet. Also, Ja, die was? Oh, Ameisen. irgendwas ist hinter mir her. Ich weiß noch nicht was. Ah! Du musst es auch töten, du Ameise. Das ist mein Essen. Hol dir selber was. Ja, I need a drink, I know. Thank you for the offensichtliche. Oh, hier ist ja was. Kann ich unter Wasser nicht schlagen? Hau zu, Junge. Ach, ich muss die Schaufel nehmen. Ich brauche Luft. Ah, da ist noch ein Trinken. Claybrocken. Kannst nicht zur Not einfach dreckiges Wasser trinken? Oder Ah, fängt dann zu könnte ich kotzen? auch.
Oh, ich bin jetzt schon am Baseball. Boah. Oh, ey, ich habe keine Orientierung mehr, ey. Das ist ja zu kotzen. Nein, meine Schaufel ist kaputt. Scheiße. Kann ich die Schaufel auch so einfach reparieren? Genau, es ist immer gut, Quarz dabei zu haben. Danke für den Tipp. Dazu ein bisschen Fritz-Cola. Kaffee-Karamell. Wir machen ja überhaupt keine Schleichwerbung hier, ne? Du, für die würde ich super, mache ich super gerne Werbung. Ich trinke das Zeug gerne. Und wenn ich von einem Produkt überzeugt bin... Oh Gott, jetzt nein. Ist da ein doofer Dingsbums. Oh, Gott sei Dank, da sind Tropfen. Und wenn man von einem Produkt überzeugt ist, kann man dafür auch Werbung machen. Wir haben eh nicht die Reichweite, um damit Geld zu verdienen, also... Weißt du, womit man auch Werbung machen kann? Ich trinke Wasser aus dem Wasserhahn. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, okay, ich sprudel es mir noch ein bisschen mit, ne, aber ich trinke Wasser aus dem Wasserhahn. Hammer. Mineralwasser. Na gut, es ist dann, wenn ich es gesprudelt habe. So. Rate noch mal ein bisschen was. Für was könnte man noch Schleichwerbung machen? Wie hieß denn das fünflagige Klopapier, was du mal mitgebracht hast? Oh, ich weiß es nicht, aber es war super. Das war von DM. Ja, also lässt sich super scheißen. Fünflagiges Klopapier. Das Produkt hat mich sofort überzeugt. Nach dem ersten Gebrauch. Das hat sich angefühlt wie eine Wolke. Ja, genau, wie eine Wolke. Ach, da liegt noch Clay, Mensch. Nimm das doch mit, Junge. Das gute Clay wird doch schlecht. Oh, ich bin auch voll. Weil ich auch voll losgelaufen bin. Komm denn nicht hin da? Wenigstens war ich nicht am paar Dorsten. Upsi, schwupsi, was heißt denn? Haben wir überhaupt schon Lagerfeuer in der neuen Basis? Nee, ne? Nope. Toll, jetzt habe ich mir Beaver Roast gemacht. In der alten Basis, ja. Dann entleere ich mich erstmal und mache dann Lagerfeuer. Jo. Und ich komme jetzt auch nach Hause. Also, so. Ich bin auch komplett voll, also ich kann gar nichts mehr tragen. Ach, du bringst noch Zeug von der alten Basis in die neue, oder was? CC. Na, ist auch gut so. Weil eigentlich... da hatte ich ja auch noch ein bisschen Spinnennetz und das brauchen wir ja, um Tautropfensammler zu bauen. Eigentlich wollte ich die Falle unten bauen oder generell Fallen, aber... Ach Mist, ich hätte ja noch Dings mitnehmen können, Grashalme. Egal. Ne, Grashalme okay, haben wir doch hier massig, viele. Die können wir uns hacken und gut ist. Unter uns, unter unserer Basis, dieser Käfer nervt mich einfach nur, der fuckt mich ab. Der läuft ja immer lang und dann erwischt er mich und killt mich und finde ich voll kacke. Apropos, er ist gerade bei mir. Ah! Ja, so viel dazu. Ah. Er hat mich gerade getötet. Oh nein! Ich bin runtergefallen! Ah, juhu! Fick dich! Ist er noch hinter mir? Ich sehe ihn. Ja, er ist noch hinter dir her. Nein, jetzt hat er abgedreht. Oh, und wir müssen unbedingt hier neue Schlafstätten hinsetzen. Ah ja, stimmt. Jetzt spawnen wir wieder am Arsch der Welt. Ah. Gut, dass du nicht fertig gebaut hast. Da komme ich noch an die untere Struktur ran. Ja, perfekt. Ach,
du hast das anders gemacht als ich. Na gut, auch okay. Ja, irgendwie konnte ich da keine zweite... Alles gut. Oh, das ist hier schon wieder so komisch verbuggt bei mir. Irgendwie sieht das wieder anders aus. Irgendwie sind hier schon wieder die Kisten woanders. Hm. Die stehen bei mir hier. Hier, wo ich jetzt stehe, stehen bei mir die Kisten. Ist ja komisch. Also bei mir stehen sie eindeutig da. Pass auf, ich lock mich einmal kurz aus und dann komme ich wieder rein. Lock dich aus, ich versuche mal in der Zeit irgendwie Feuer zu machen. Heinrich, ich brauche Feuer! Dafür brauchen wir bestimmt Pellets oder wie die Dinger heißen hier. Pebbles. Heinrich, brauch Feuer. Lagerfeuer. Wo war das? Hungerfeuer. Sprig and Dragon. Ah, was ist hier los? Ich fall durch den Boden. Okay. Du siehst das weiße Licht, ja? Du fällst, ich sehe alles von unten. Ich sehe Häuser. Du fällst einmal durchs Level. Yo. Ah, Dryglass. Das brauchen wir doch. Ich bin schon einen Meter unter der Erde. Super, jetzt habe ich vergessen, was ich brauche. Ich muss mal nachgucken. Ah, Sprig war das. Da war Sprig. Wir brauchen auch noch Zap für den einen Container. Wo möchtest du das Lagerfeuer haben? I don't care. Oh, hier am Fenster, dann kann der Qualm abziehen. So. Ich fall schon wieder durchs verfickte Level. Das ist nicht gut. Ich schließe einmal das ganze Spiel, so. Es ist Early Access. Ich weiß. Bevor ich es nur gesagt habe. Oh, ich habe 2 Äxte. Bin ich cool. Oh, ich bin halt ein Messi, ne? Das ist... immer schlimmer in solchen Spielen. Da kann ich immer alles gebrauchen. Das wollte ich auch mal testen. Springen und benutzen. Das wollte ich auch mal machen. Naja. So, dann brauchen wir unbedingt Wasser. Ey, das brauchen wir ja. Quarz brauchen wir dafür? Nee. Ich baue mal auf jeder Eingangsseite einen auf, ne? Das ist eine gute Idee. Aber dieses Quarz, das ist, da müssen wir nochmal in die Höhle. Weil ich glaube, das gab's nur da. Oh oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Nee, spawns bei mir. Das sehe ich jetzt schon. Hm. Guck mal auf meinen Bildschirm. Oh. Ich probiere es jetzt mal mit einem anderen Teenager. Weil dann hast du keine Ausrüstung, ne? Ich gebe mal auf. Yeah. Vielleicht hilft es dir... Ah! Aufgeben? Ah! Respawn! Ja. Respawn! Scheiße, wo war das mit dem Quarz? Das war doch irgendwo in der Mitte in der Höhle, ne? Ich glaube, ja. Ach, oh, mir wird immer noch der eine Rucksack in der Spinnenhöhle angezeigt. Ja, mir wird da auch noch einer angezeigt. Dann nutze ich erstmal mein Quarz. Was hau ich weg? Spinnweben haben wir bestimmt nicht, oder? Das wolltest du ja aus der alten Basis holen. Ich habe welche geholt. Die müssten in meinem Rucksack sein. Ah, hier ist auch noch ganz viel Quarz. Dann verbrauche ich das erstmal, das Quarz. Aber wir brauchen es unbedingt, weil da kannst du Waffen und deine Tools mit reparieren. Das ist echt lebenswichtig. Da muss die Falle warten. So, dann brauche ich Fiber für den Buttenscheiß. Spinnweben haben wir hier auch. Juhu, ich bin wieder da.
Hurra! So, jetzt brauchen wir Holz und noch Fiber für die eine Sache. Und dann sind wir fertig hier mit einem zumindest. Ach, jetzt geht aber wieder die Sonne unter. Dann findet man immer diese Bäumchen nicht, die das Holz bringen. Ich überlege auch gerade, wie die aussahen. Löwenzahn. Dafür das, hier, Löwenzahn. Mhm. Ich habe hier letztes Mal schon rumgesucht. Ich glaube, die waren auf der anderen Seite, ne? Also ich sehe tatsächlich gerade einen in diese Richtung. Da sind auch mehrere. Okay. Renn ich kann jetzt doch nicht mitkommen, ich muss mich erstmal etwas entladen. Mach das. Und falls du siehst, wir brauchen auch Zap. Ja, und Sprig und Döner und alles brauchen wir. Fiber. Sprig, Fiber. Sprig. Nee, Fiber, Sprig, Sprig. Hier sind noch so viele Grashalme. Ach, hier ist der Ameisenhügel. Fiber, Fiber, was ist das? Zap. Zap. Wir brauchen Zap. Ach, da oben sollten wir noch einen Marker bauen, ne? Oh. Zap. Beim Ameisenhügel. Und wir müssen noch Quarz analysieren. Ah, ich brauche ein... Oh, da unten ist ein... Redstone. Weedstem, nicht Wetstem. Warum habe ich mir Wetstem angewöhnt? Oh, trinken. Ich hab Durst. Sprig. Fiber. Fiber, Fiber. How much is the fiber? Genau. No water filtration tablets needed. Hey, du musst sagen, fresh and clean. Kannst du nicht einfach was anderes erzählen? Das ist eine Kackspinne. Die kacken. Oh. Ach ja, Würmchen müsste man auch mal wieder jagen. Ja, wir haben ja richtig viel zu tun eigentlich, ne? Ja. Aber so wenig Zeit. Ja, ich dachte eigentlich am Anfang, als wir mit der Aufnahme begonnen haben, dass wir so bei 10 Folgen fertig sind. Alles gezeigt haben? Naja, man... Ey, verpiss dich. Ach, du willst das mitnehmen? Nee, doch nicht. Dann geh nach Hause. Ach, wir sind ein Loch. Ja, aber ich glaube, das ist ein Projekt. Ich weiß nicht, wie schnell sie mit dem Patchen sind, ne? Die werden das Spiel nach und nach erweitern. Vielleicht sind wir langsam genug, dass wir immer mit dabei sind und was zeigen können. Ich meine, bei Conan hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da über ein Jahr schon dabei sind. Nee, vor allem, ich dachte auch so, na, bei 100 Folgen, ja, irgendwie kann man ja langsam mal gucken, dass es zu einem Ende kommt. Und jetzt sind wir schon bei 134 Folgen. Ja. Oh, was ist das denn? Wir müssen einfach lernen, die Spiele besser einzuschätzen. Hui. Ja, aber wenn ihr halt so viel Spaß macht, dann spielt man halt auch durchaus mal ein bisschen. Ja, aber es sind jetzt so viele Projekte, man kommt da nicht mal hinterher. Na, ich meine, du hast ja dein Single-Projekt, ich versuche ja auch nochmal wieder Single-Projekte zu haben. Ja, das Single-Projekt, ja. Also ich habe noch nicht angefangen zu rendern und so, aber ich habe da wieder was. Mal gucken, wann ich da wieder zum Spielen komme. Ja, es ist halt zurzeit alles nicht leicht. Naja. Man möchte auch einfach mal einen Abend haben, an dem man nicht spielt, sondern auf der Couch gammelt. Couch gammeln ist super. Jo. Ich liebe es, mit dir auf der Couch rumzugammeln. Jetzt, wenn dann noch die... Wenn auch die Musch mitmacht beim Gammeln, umso besser. Jetzt, wo sie Boys... für die andere Seite. Cool. Aber ich glaube, für die Fenster brauchen wir auch noch was. Die Fenster sind fertig. Achso, nee, dann brauchen wir nur Grashalme. Die Türen. Ja. Die Türen brauchen auch noch das Ding.
Also ich brauche noch einen, braucht man noch auf jeden Fall. Vom Löwenzahn. Also hier fehlt nur noch Woven Fiber. Fiber, Fiber. Woven Fiber. Oh, noch ein Klee. Oh, diese Scheißtruhen sind schon wieder hier verschoben. Das kann nicht wahr sein. Vor allem, ich kann dann auch nicht auf die zugreifen. Das ist die Kacke dran. Mir fällt gerade an, ich habe kein Licht. Wo bist du denn? Dann komme ich zu dir. Ich hab Licht. So. Ich wollte, ja, folge mir. Ich wollte immer hier in diese Richtung, war dieser eine Ameisenhügel. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Nee, nichts gucken. Was willst du gucken? Ich komme ja schon. Weil ja, wir müssen ja auch einen Marker bei dem Western Ant Hill machen. Das ist der, glaube ich. Der war nämlich hier hoch. Der hier, ne? Ja, ich habe schon einige Teile. Oh ja. Ich habe das letzte Teil und dann brauche ich, dann ist er fertig. Oh, ich habe gerade Clover Leaves abgelegt. Oh, hast du gemacht. Super. Ja, habe ich gerade extra besorgt. Haben wir hier Marker gesetzt, so. Cool. Und hier irgendwo waren noch Löwenzahn. Ah, ich sehe ihn. Hallo, Ameise. Ich glaube, ich bin mutig und gehe in den Ameisenbau. Also ich müsste theoretisch ohne Probleme gehen können. Ja, ich nehme mich auch. Gut. Ich gehe da jetzt mal rein. Ey, du bist mein Licht. Ja, komm mit mir. Ne, jetzt bin ich schon woanders. Ich komme ja schon zu dir. Ach, du bist weg, dann Pech. Mach dein Ding, ich hab... kann noch gucken. Spinne. Geh schlafen. Okay, hier rennt schon mal eine Ameise an mir vorbei, die stört sich nicht an mir. Hm. Hier sind diese lustigen Leuchtepilze. Hm, Status? Oh, hier ist Quarz. Hm. Wie, bin ich das erste Mal auf diese Mutations geklickt? Oder ist das neu? Haben wir das noch nie gecheckt? Hm. Ich glaube, ich habe das noch nicht gecheckt, aber ich habe hier Quarz gefunden. Super, mitnehmen. Alles. Ich brauche ein Torch. Ach, Sepp, habe ich eine Kiste abgelegt. Fuck. Oh, hier sind so viele Ameisen. Bloß nicht aus Versehen eine Ameise hauen. Oi. Wir brauchen noch ein paar Ameisen eigentlich. Ja, aber ich werde garantiert nicht hier im Ameisenhaufen Krieg mit einer Ameise anfangen. Kannst du die Königin töten? Bestimmt tolle Sachen. Ich glaube, wenn ich das versuche, töten die eher mich. Hallo. Weil hier sind auch Kriegerameisen, weißt du. Oh, ich glaube, das machen wir doch lieber zusammen. Dann können wir das schön zeigen. Ich habe jetzt ein bisschen Quarz geholt. Den gehe ich jetzt analysieren, weil das ist ja auch einer unserer Aufträge. Quarz analysieren, ja, stimmt. Mhm. Also, siehst du, haben wir schon zwei Missionen gemacht, ey. Einfach mal so nebenbei. Klatsch, bumm, batsch. Jetzt muss ich nur gucken, wo. Warte mal, ich muss nochmal hier den. Marker ändern. So, den mache ich mal rot. Warum laufen jetzt auf einmal hier Ameisen lang? So. Verpisst euch. Wir haben oben Licht an, ja, das weiß ich, aber. Das kann auch euch doch nicht jucken hier. Da unten ist eine Field Station. Ach, der Käfer! Nein, ich komme da nicht hoch! Alter Wichser! Du kleines mutiertes Arschloch! Alter, jetzt fick ich dich mit Nadeln, du Sackgesicht! Komm her, du! Was ist das hier schon wieder für eine Sprache, lieber Heinrich? Ja, Wumpe, wenn dieses Arschloch mich anfängt hier. Ich will hier arbeiten. Oh, jetzt kommt er. Upsi, schwupsi. Du kleines Arschlochkäferchen. Warum bringen diese Fall... Ah. Hä? Gibt's? Ich soll Quarz analysieren? Ah, das muss ich bestimmt in dem Eichenlabor irgendwie machen, weil hier steht, ich soll Quarz analysieren. Jetzt bin ich hier und ich will Quarz analysieren und ich kann es nicht analysieren, weil der sagt mir, ich hab's schon analysiert.
So ein Sack. Das haut er einfach ab und es ist mein Holz hier überall. So, ich gehe jetzt nochmal zum Eichenlabor. Sackratte, ey. Ich habe auch einen Sprick, ja. Oh Gott, diese scheiß Würmer, ey. Haben mich gerade voll erschreckt. So, ihr Würmer. Kommt her. Kommt her, sagte ich. Ja, jetzt traut ihr euch wieder nicht, ne? Erst die kleine Mathilde erschrecken und dann verpieseln. Feiglinge. Ich glaube, für so. Die großen Käfer brauchen wir Giftpfeile. Du kannst ja drauf schießen, bis Weihnachten ist. Wo bist du? So, ich gehe jetzt ins Eichenlabor. Huiuiui, was ist das denn hier für eine Ameisenversammlung? Weil vielleicht kann ich hier was analysieren, was ich da nicht konnte. Was mich irritieren würde. Aber ich habe ja immer noch hier die Aufgabe, dass ich Quarz analysieren soll. Ja, die haben wir beide, richtig. Also müsste es ja irgendwo gehen. Richtig. Und ich hatte es ja eigentlich schon in diesem Analysegerät. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal hin. Hallo, Börgel. Dann war ich fertig. Börgel, hier ist was kaputt. Mach das doch mal heile. Mir könnte langsam in die Sonne aufgehen. Ich brauche was zu trinken. War das so ein Morgentau? Ah, hier. Ich red mal mit Börgel.
Ich habe jetzt hier zweimal einfach weggemacht, weil der hat gesagt, ich soll Quarz analysieren. Ich kann Quarz nicht mehr analysieren, weil es bereits analysiert wurde. Ja gut, ist halt ein Bug, ne? Ja. Aber ich hab's mit dem Quarz nicht mehr. Das nee, weil ich die gerade abgelegt habe. Hast du das Mission abgelegt? Ja gut, dann ist sie irgendwo ein bisschen buggy. Upsi schwupsi. Ah, ich muss noch... Wir brauchen ganz viel Fiber, Fiber, Fiber. Ja, ich weiß, ich hab Durst. Jetzt haben wir was Neues. Geräusch. Ja, ich höre auch ein komisches Geräusch. Ne, ich hab's gerade getötet. Er wollte gerade den Ast hoch oder diesen Grashalm hochklettern. Dabei habe ich ihn eliminiert. Wie? Naja. So, ich versuche jetzt hier noch ein paar Würmer zu jagen. Weil ich mir so eine Trinkflasche wieder bauen möchte, so eine Kantine. Da ich ja sowieso hier gerade am Baum bin, bietet sich das ja an. Ach Mensch, ich habe ja noch einen Schluck in meiner Trinkflasche. Ach. So eine Trinkflasche ist schon gut, wenn man auch dran denkt, dass man da was zu trinken hat. Da hast du recht. Vor allem, wenn ich hier die ganzen Würmer jetzt töte, bringe ich auch schön Fleisch mit. Richtig schön saftig, schleimig, doch vitaminreich. Und Zap bringe ich auch was mit. Das ist schön, Zap. Zap. Don't even need to boil it. Da zapp ich mir einen drauf. Ich hab schon mal Essen angefangen zu cooking. Cool. Oh, dritte Truhe habe ich auch fertig gebaut. Sehr schön. Upsi, schupsi, bin ich ja. Ah nein, nicht Arschkäfer! Arschkäfer! Geh weg, ich hab keinen Bock auf Arschkäfer. Ah, das ist das Gute, wenn der Arschkäfer auf einer Seite ist, dann gehst du halt die andere Seite runter. Der Käfer geht mir auch richtig derbe auf die Nüsse. Yeah. You discovered a repair tool. Ich glaube, das kannte ich schon. Ja, eigentlich schon, aber
ich habe es jetzt nochmal frisch gebaut, weil das war ja unser Job, unsere Aufgabe. Mist, ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, ohne Fackel zu spielen. Mir fällt gerade ein, ist natürlich doof für die Leute, die zusehen. Die sehen ja gar nicht vielleicht, was ich mache. Da hast du recht. Weil im Video, ist es halt immer dunkel. Oder dunkler als, wenn man das selber spielt. Hä, bin ich richtig? Ah, ich bin falsch gegangen. Ich muss doch hier hochspringen. Ich kann mir auch bald eine neue Kantine bauen. Oh, jetzt bin ich voll. Dann laufe ich jetzt erstmal fix nach Hause. Wo willst du denn da rein? Ach, das ist einfach nur ein Durchgang. Okay. Ich kann uns auch was zu essen auf den Grill hauen. Cool wäre es, wenn man das Essen lagern könnte, weil wenn du jetzt noch was mitbringst, dann ist das Ding voll. Ach, jetzt muss ich die Türen auf. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man das früher oder später machen kann, wir nur einfach zu blöd noch dafür sind. Oh, hier ist ein Spinnennest. Mein Ohr. Ameisen! Ameisen! Ach nee, hier ist ja nicht der Ameisenbau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, ich hab zwei Riesenspinnen hinter mir, ey. Ist ein riesiger Garten. Ich war überall Fiber, hab ich gar nicht gesehen. Fiber. Fiber. Puh, ich glaube, ich hab sie abgehängt. Fiber. Oh, ich hab sie abgehängt. Ich hab überlebt. Hallo, Heinrich. Ja. Hä? Oh nein, ich kann ja nichts in die Truhen packen. Ich kann offensichtlich auch nicht kochen. Das ist irgendwie doof. Minimal. Aber es hat doch mal funktioniert, ne? Ja. Also ich weiß, wir hatten auch schon mal ein Problem mit dir und der Base irgendwie. Ah, fick dich, Ameise. Ich dachte gerade, du wärst der Arschlochkäfer. Boah, jetzt ist hier meine Lampe kaputt. Ach ja, wir müssen ja noch, ich muss ja auch noch so eine Base bauen, genau. Aber wir sind hier schon mindestens fast fertig, ne? Ja, wir haben zumindest schon mal was angefangen. So, ich brauche Cloverleaves und Sprigs. Cloverleaves haben wir auf jeden Fall noch genügend in den Kisten. Oh, du hast gleich zwei gebaut, cool. Wenn du sie fertig baust, dann... Warte mal. Das und Sprig könnte schon mal reichen, ja. Mensch, haben wir echt alles vorgearbeitet hier. Weil dann kann ich mich einmal töten und dann kann ich hier wieder direkt spawnen. Ich nehme den rechten Set Respawn Points. So, Achtung, Mathilde tötet sich jetzt. Ja, ich guck dich an. Was hat sie denn so alles dabei? Finger weg. Now Stealing? Oh, das ist ja immer noch. Ich kann dich nicht beklauen. Ha, ha, ha. Kackspiel. So. Oh, da sehe ich einen Tautropfen.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme und ja. Das machen wir nächstes Mal. Ich baue Fallen. Okay, und ich, okay. Bin hier jetzt gestartet? Okay. Na? Ansonsten gucken wir mal, was so los passiert, ne? Ja. Bei mir sieht es gerade so aus, als ob ich ganz neu starte, aber. Dann starten wir das Spiel auch komplett neu. Oder was meinst du jetzt? Du musst. Nee, ich hab das Spiel jetzt nochmal, also ich bin nochmal gequittet und wieder reingegangen und dann bin ich hier halt bei dem Anfang gestartet. Anfang, ja gut, das muss ja keiner sehen. Wir machen hier einen Break und hoffen, wir können ja einmal das Spiel komplett schließen, neu starten komplett. Vielleicht ist es dann besser. Ja, ich laufe jetzt gerade nochmal schnell nach Hause. Gut. Bin nämlich schon fast wieder da. Aber bin nur noch 30 Zentimeter entfernt. Das können wir ja offscreen machen. Gut. Ja, mal gucken, wie wir das hier, die hässliche Basis weiterbauen. Die wird noch cool. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Upsala. Hoffentlich. Gut, dann, liken, kommentieren und, die noch nicht haben, abonnieren. Und, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.